Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale mit mir. Und diese Folge wird etwas kürzer sein als die sonstigen, weil ich gleich zum Weihnachtsmarkt mit Anton und so, Anton, Tom, bla bla bla, schauen und so hingehe und Anton noch meine Tastatur unbedingt braucht, oder irgendeine, aber ich habe meine zur Verfügung gestellt und deshalb, ja, rede ich mal jetzt nicht hier weiter rum und wir machen direkt mal hier blindes Deck, die neue Herausforderung, die es jetzt hier in Clash Royale gibt. Wir haben ein Kampfholz-Deck mit X-Bogen bekommen, auch sehr interessant. Und ich hoffe, das wird jetzt nicht so langweilig und erst halt jetzt nur 5 Minuten mache ich jetzt das Video. Um ich das noch hinbekomme mit Schneiden und etc. pp. Wir gucken mal, ob das hier was wird. Aha. Okay, bisher klappt alles. Das ist doch schon mal gut zu hören. Setzen wir mal die Lakaienhorde hin. Das wird jetzt nicht so gut wegen den Eismagier, aber wir versuchen unser Bestes. Der X-Bogen haut auf jeden Fall schön viel Damage rein. Was natürlich wunderbar. Er haut sogar noch mehr Damage rein. Also der X-Bogen, der macht uns schon hier gut Damage. Da haben wir sogar schon fast den Turmdaum bekommen. Nicht schlecht. Und jetzt kann man vielleicht ein, zwei Hits hier. Ein Hit mit einem Eismagier bekommen. Das ist doch mal ein Applaus wert. Und setzen wir nochmal direkt hier mal das Kampfholz ein. Geile Karte, die will ich auch als nächstes haben in meiner Sammlung. Mal gucken, wann sie denn im Shop erscheint, dass ich mir die kaufen kann. Ich habe ja noch gerade ein bisschen Gold über. Setzen wir den nächsten X-Bogen. Er hat verlassen und das ist unser Fight. Den haben wir gewonnen. Ich werde die Herausforderung jetzt wahrscheinlich nicht zu Ende machen und sonst noch gleich einen Online-Fight machen und dann... Obwohl, ist es auch schon wieder zu viel. Scheiße. Egal, er ist ja weg, dann können wir hier kurz mal so machen. Jetzt wird er vielleicht mein Mini-Picker bekommen, aber es ist ja erstmal Lachs. So, der Mini-Picker ist jetzt kurz im Wutzauber. Die Lakaien kümmern sich doch darum. Und wir haben schon den Turm, okay. Danke auf jeden Fall, dass er mir hier den Fight überlassen hat. Der Benzai. Wir werden jetzt wahrscheinlich nur 2 Fights machen, dann ist auch schon die Folge vorbei. Aber dafür wird die nächste Folge vielleicht ein bisschen länger. Und ihr könnt auch mal Wünsche in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr natürlich wollt. Ich werde jetzt auch nicht so viel schneiden an dem Video. Wegen Zeit und allgemein so. Naja, im nächsten Video werde ich mir dann schön viel Mühe geben. Am Thumbnail weiß ich nicht, ob ich das noch gut hinbekomme, aber ich versuche das noch. Ich habe so wenig Zeit, ich hätte früher anfangen sollen. Ach du Scheiße. Na, wir versuchen unser Bestes hier mal. Der Feuerball war scheiße. Aber doch. Oh, er hat sogar noch funktioniert. Er setzt die Karte. Dann setzen wir einfach mal die Prinzessin. Die wird jetzt wahrscheinlich die Kobold angreifen. Oder auch nicht. Auch gut. Und er setzt Feinde. Jetzt haben wir glaube ich gleich mit Elixier. Ich weiß nicht, ob er jetzt mehr hat oder weniger. Das werden wir gleich sehen. Mal kurz auf die Uhrzeit gucken. Okay, 49. 20 Minuten habe ich noch Zeit, um zu rennen, Thumbnail machen. Oha, das wird echt knapp. Deshalb wird nach dem Fight ist die Folge auch schon vorbei. Tut mir leid, aber ich wollte unbedingt ein Video noch bringen. Naja. Einfach so. Und der hat auch gute Konterkarten gegen uns, also es wird schon etwas schwerer bei dem. Setzen wir mal den Bowler und den Holzfäller an der Spitze. Und dann vielleicht noch ein Eisgolem, bisschen zum Tanken. Jetzt haben wir 2 Tanks hier vorne, setzen den Wutzauber rauf und gucken, wie viel Damage wir da rausbekommen. Oh fuck, die Bogenschützen sind leider nicht mehr im Wutzauber, aber der Bowler haut schon richtig rein mit seiner Bowlingkugel. Und ja, ein Bogenschütze kriegt auch noch ein bisschen Damage. Das läuft auch wieder. Wir sind glaube ich sogar jetzt mit Elixier gut vorne. Das war jetzt dumm, dass er die beide nebeneinander gestellt hat. Dann haben wir da schon mal wieder Damage rausbekommen. Hier setzen wir den Bowler ein, dann schlagen wir ihn noch einmal zurück. Oder auch nicht, okay. Auch gut. Der Bowler sollte das einfach wegkullern lassen. Okay, er setzt die Pfeile ein. Wir setzen den Eisgolem. Und die Prinzessin. Und den Holzfäller. Und jetzt gucken wir mal, was wir da jetzt rausbekommen, ob wir den Turm jetzt bekommen. Ich denke mal schon. Jo, wir haben den Turm. Das ist doch schon mal gut. Wir setzen den Royal Giant.
und gehen einfach jetzt nur auf Death, weil 40 Sekunden, da lohnt sich das jetzt nicht, noch auf den zweiten Tower zu gehen. Meine Stimme geht gerade etwas weg, aber naja. Oh, 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 er hat den Ballon. Was können wir denn dagegen setzen? Den Turm hat er weg. Er hat ihn weg. Können wir nichts gegen machen. Da können wir nichts gegen machen. Dann müssen wir doch noch länger spielen. Schade, schade. wie machen wir das denn jetzt? Royal Giant ganz nach hinten. Ich hoffe, er geht nicht auf die drei Kronen. Okay, geht er nicht. Jetzt mal kurz den Eisgolem. Und die Prinzessin ganz hinten. Dann setzen wir hier nochmal einen Bogenschützen. Okay, meine Prinzessin links ist weg. Die Bogenschützen kümmern sich darum. Wir setzen den nächsten Royal Giant. Die Bogenschützen müssen den Megalakai gleich töten. Wir setzen einen Wutzauber auf. Das wäre jetzt vielleicht dumm, aber... Oh doch, wir holen schon viel Damage raus. Das läuft doch. Setzen wir hier jetzt mal kurz den Feuerball rauf. Bam. Kommt kein Damage. Scheiße, die Kobolde. Kacke, kacke. Kombole. Okay. Aber er hat den Feuerball noch. Er hat den Feuerball noch. Wir schauen, ob wir den Turm bekommen. Wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm, aber... Ice Golem. Bam. Und... Feuerball. Nein! Naja, gutes Match auf jeden Fall. Und dann würde ich auch sagen, war's das mit der Folge. Tut mir leid, dass sie jetzt etwas kurz war, aber wie gesagt, Zeitgründe und so, ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Mal und ja, ich habe einen neuen PK-Rekord, wie ihr nochmal hier seht. 3369. Und ja, das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao.